Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Sims Mobile. Und ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt bisher. Ich wollte dieses ganze Anfangshaus und so mal ein bisschen überspringen. Auf jeden Fall, ich bin jetzt Level 24, fast Level 25. Und meine beiden aktuellen Sims sind die zweite Generation und die können jetzt in Rente gehen. Das heißt, wir werden die dritte Generation einfach zusammen starten. Ich spiele hier auf dem iPad Air 2 und ja, also ihr seht, mein Haus ist schon ein bisschen eingerichteter und ich würde sagen, unsere Familie schicken wir jetzt in Rente, um dann gemeinsam die dritte Generation anfangen zu können. Ich wollte das gestern schon machen, aber es ging nicht. Aber gut, jetzt funktioniert es endlich und wir werden ihn in Rente schicken. Den sexy Typen. Ja, sehe ich auch so. Ach so. Ja, ein schönes Erbstück. Mal sehen, was es wird. Es ist Trevors Kunstfertigkeitstalisman. Wow, toll. Ja. Schalte das Merkmal kunstfertig frei. Wir haben zwar noch nichts mit Kunst am Hut, glaube ich, aber okay. Warum auch nicht? Also ihr seht, ich habe ja schon ein paar andere Erbstücke, wie zum Beispiel die Tante hier und ihn hier. Das Teil macht das Merkmal musikalisch. Ist ja nicht verkehrt, wenn wir jetzt Gitarre lernen wollen. Also ich habe überlegt, ich werde, hier die Tante habe ich hier auch. Die schaltet Level 2 des Merkmals großzügig frei. Schon nicht schlecht, ne? Ja. So, ich werde, ach, jetzt steht hier der Rentner. Es ist cool, dass die in der Gesellschaft, wollte ich gerade sagen, dass die hier noch weiter rumlatschen. Ja. So, erstmal in Rente gehen lassen. Oh ja, natürlich. Warum bin ich nicht gleich da drauf gekommen, Mensch? Tschö. Und wir haben den Buddies Party Talisman. Schaltet das Merkmal Party Löwe frei. Ja, warum nicht? So, jetzt wird unser Vermächtnis noch lange weiterleben. Ein verschollener Verwandter ist eingetroffen, um den Haushalt zu erben. Und zwar werde ich jetzt aus der Doppelhaus-Challenge den Isaiah hier einziehen lassen. So, erstmal müssen wir ihn anpassen. Nämlich der Isaiah Gravestone. Das fand ich ganz lustig und der hat dann so eine Frau, da gucken wir gleich mal, so Kopf. Ich finde die Köpfe von den Männern, die sehen einfach nicht so schön aus hier irgendwie. So, erstmal muss der ein bisschen heller werden hier. So, wir nehmen jetzt den hier einfach. Augen. Ich würde ihn ja gern transportieren, aber das geht. Ich glaube, der hätte blaue Augen, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. So. Doch, so blau-grau-mäßig. Wir nehmen jetzt das erstmal. Und irgendeine Nase, die jetzt nicht Bombe aussieht, wie so ein Zinken im Gesicht. Ja, sagte sie und klickt hier nur auf hässliche Nasen. Wir nehmen jetzt die da. Irgendein Mund. Sieht immer ein bisschen besonders aus bei den Sims. Wir nehmen jetzt den hier einfach mal. Die Wangen. Ja. Das Kinn. Das passt schon. Ohren. Ich finde geil, dass der voll die Mega-Ohren haben kann. Oder so mega kleine Ohren. So. Dann Körper. Was haben wir denn hier? So ein Mega-Lauch, ne? Ich finde das schon ganz cool gemacht. Aber der kriegt einfach eine normale Figur.
Ich finde, das sieht aus, als ob die schwanger sind. Okay, hier sieht er wirklich übergewichtig aus, aber bei den Damen haben die einfach nur einen dicken Bauch irgendwie. So. Ja, das passt schon, das passt schon. Stil, erstmal die Haare ändern. Isaiah hat ja blonde Haare. Ich glaube sogar die. Ich finde cool, dass man hier echt sämtliche Haarfarben nehmen kann. Jetzt müssen wir uns nur entscheiden, was für eine Tolle er bekommt. Ich finde schade, dass es hier nicht so viel Auswahl gibt, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße, das ist... Nein, ich sag dazu nichts. Das sieht etwas besonders aus. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde sagen, wir geben ihm das hier. Ja, das sieht halt alles nicht so besonders aus. Wobei der... Nee, wir nehmen den hier. Isaiah, ich weiß ja gar nicht, wie wir ihn geplant hätten, weil der die Challenge dann abgebrochen ist. So, Kleidung. Hier habe ich schon voll den Plan gehabt. Ich habe hier nämlich schon so ein Teil gekauft. Das muss ich jetzt erstmal finden, da. So, ich habe ja schon ein bisschen, also jetzt nicht echt Geld, aber SIM-Münzen hier ausgegeben. So, jetzt müssen wir nur noch eine Farbe finden, die zu ihm passt. Wobei ich mal gucken würde, wir haben ja von Izzys außergewöhnlicher Kreation, jetzt muss ich das gerade mal suchen hier, haben wir Hosen. Ich finde auch geil diesen Lumpen hier, ne? Ey, weißt du, alle Leute kriegen richtig geile Sachen und dann komme ich. Ich kriege einen brennenden Lumpen, einen glitzernden Lumpen, zumindest eine Romantik-Boost-Hose, die glitzert und dann dieselbe nochmal in Rot. So. Aber wir wollen ja einen Karriereboost haben. Deswegen kriegt er jetzt die brennende Hose. Also ich habe ja das Rathaus zum Beispiel jetzt extra noch gekauft, damit Isaiah ins Rathaus gehen kann. Und die alte, das wird so ein Modepüppchen, habe ich mir überlegt. Und die stellen wir dann halt da ins Modeatelier. So, eigentlich passt das von der Farbe schon, ne? Ich gucke nochmal durch. Aber das ganz oben, das fand ich bis jetzt am passendsten. Aber wir können den ja auch noch umziehen. So ist es ja nicht. So geht man im Rathaus arbeiten auf jeden Fall. Warte mal, ich habe die Schuhe vergessen. Irgendwas Passendes hier. Was gibt's denn hier? So, er hat jetzt solche an. Solche. Das klingt so, als ob er eine Krankheit anhat. Aber wie wär's mit Converse Chucks? Das passt doch eigentlich. Ja, mit Simcash kann ich leider im Moment nichts bezahlen, weil ich noch auf den dritten Charakterplatz warte, wo ich dann auch unser Kind oder unsere beiden Kinder, ich habe ja zwei geplant, mal gucken, die möchte ich da ja, möchte ich zumindest eins spielen. So, möchte er einen Ohrring haben? Nee, möchte er nicht, obwohl... Es würde fast passen zu ihm, oder? Ey, der kriegt jetzt einfach Ohrringe. So, ich spare das Geld zwar eigentlich gerade auf... das sieht auch cool aus, das Teil hier, ne? Also eigentlich spare ich das für den Flachbildfernseher. Aber so ein bisschen Accessoires können ja nicht schaden. Ich glaube, das können sogar die Damen tragen. Aber er kriegt das in... Orange, das passt so ein bisschen zum Oberteil. So, jetzt muss ich gerade mal bei der Kasse gucken. So, das können wir schon mal kaufen. So, Handschuhe braucht er nicht. Einfach aus Prinzip, weil es dieser Vorstellung eklig ist, dass man ohne Socken in die Schuhe geht, kriegt die Socken bei mir an. So, dann haben wir ihn jetzt erstellt. Bereit, mit Isaiah Gravestone Schicksal zu spielen. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yes, das wird's. Okay, wir werden die jetzt ausziehen lassen. Tschüss. Ich möchte nämlich nicht, dass die alle im Haus rumhängen. So, der sieht super aus, ne? Das hat wirklich Isaiah getroffen. Jetzt werden wir noch eine alte einziehen lassen. So,
Und zwar heißt die jetzt auch Gravestone, weil die ja verheiratet sind, obwohl wir sie jetzt noch heiraten lassen müssen und so. Aber ich habe mir überlegt, wir nennen sie Rosalie. Jetzt kommt, sie wird so richtiges rosa Modepüppchen, angefangen bei den Haaren. Ja, die Köpfe, ey, die sind... Die Auswahl ist jetzt nicht das Beste hier, ey. Das sieht aus wie so ein Alien, ne? Also. Das nehmen wir denn mal grüne Augen. Ist irgendwie komisch, ne? Hier so gelb-grün. Oder grün mit so braunen Dingern da drin. Das nehmen wir jetzt, das passt. So. So eine kleine Stupsnase. Das muss so ein Modepüppchen-Mund werden, aber hier passt einfach kein Mund. Die sehen alle komisch aus. Wir nehmen den jetzt. Egal. So, dass das passt. Die Kins. Was ist die Mehrzahl von Kin? Ein Kin, mehrere Kins. Auf jeden Fall, die sehen alle hässlich aus. So, ein Ohr. Dafür müsste man jetzt mal... Sie wird grau, ey. Ja, so leicht gebräunt. Auf jeden Fall bekommt sie noch rosa Haare. Das mache ich jetzt mal schnell. Warte mal, erstmal gucken hier. Pink. Nee, wir nehmen rosa. Das sieht echt schlimm aus, aber wir machen das. Ja, die Frisur hatte ich. Ich wollte jetzt mal eine andere nehmen, und zwar die hier. Haben wir das Geld? Ja, das haben wir. So, wir haben hier richtig das Geld ausgegeben. So. Wobei, ich würde es doch vielleicht heller machen. Ja, so sieht das besser aus. So, jetzt nochmal Make-up. Was ist das denn hier? Macht das irgendwas? Ja, ein bisschen, ne? Wir nehmen auch gleich das hier. Das streicht das schön hervor. Ich versuche die ganze Zeit auf irgendwas zu sparen. Und im Endeffekt gebe ich immer Geld aus hier. Das sieht man irgendwie gar nicht, ne? Ach so, nee, Simcash werden wir auf keinen Fall ausgeben. Das sieht echt grauenhaft aus. Was ist das denn? Ist das Eyeliner? Sieht so aus, ne? Ey, doch, wir machen das. Das ist so rosa Püppchen-mäßig halt. Jetzt dazu noch den Lippenstift. Dann passt das, ey. Holy shit. Okay, wir machen das. Wir machen das. Körper. Modepüppchen sieht normal aus. Kann man die nicht irgendwie dünner machen? Nee, ne? Was ändert sich hier? Ich sehe nichts. Ah. Taillenbreite und Hüftumfang. Was haben wir hier? Brustgröße. Hängetitten auf jeden Fall. Ja, wir machen das mal so. Ja, das sieht schon besser aus, ne? So. Ja, das geht. Stil. Jetzt sieht man so schön ihre Oberschenkelmuskeln, aber das ist mir jetzt egal. So, ich habe überlegt, wir könnten das hier nehmen. Dann hat sie so einen Gutbonus. Glaube ich. Kann man das irgendwo nachgucken? Nee, ne? Egal. So. Jetzt fehlt natürlich noch eine Hose dazu. Eigentlich wäre so ein Rock passend. Wir lassen ihr einfach so eine Badehose anziehen. Ja, jetzt hier unten kostet wieder alles Geld.
können wir nicht so zugreifen. Aber das finde ich zu extrem hier eigentlich. Der Rock passt einfach nicht. Aber die anderen Hosen auch nicht unbedingt. Boah, wir haben hier den ganzen Part mit Charaktererstellung gefühlt verbracht, aber egal. Das muss ja irgendwie. Wir haben ja auch nichts Vernünftiges. Ab hier kostet wieder Geld. Den finde ich auch nicht unschick, aber das gibt's nicht in rosa oder sowas. Oh ja, hier so eine komische Jogginghose oder so. Hier haben wir auch nichts Gescheites, oder? Ja, so ein ganzes Hochzeitskleid. Das kostet aber auch wieder alles Geld hier. Hohe Stiefel. Aber die gibt es auch irgendwie nicht in gescheiter Farbe, ne? Hier gibt es das zumindest in Rot. Ja, ab hier sind wir wieder im Geldbereich. Ich nehme jetzt das hier. Die läuft jetzt sehr besonders rum, die alte. Aber das ist okay. Warte mal, Accessoires. So, ja, Ohrringe oder sowas sieht man ja eh nicht, ne? Ja, gut. Eine Kette hatte ich hier mal gekauft. Ich glaube, die hier waren das. Ja gut, die sieht man jetzt auch nicht. Da können wir sie auch weglassen. So. Okay, das, was Männer tragen können, können Frauen nicht automatisch tragen. Oh, diese sexy Dinger, ey. Das würde eigentlich auch voll heftig passen. Wenn wir jetzt einen anderen Rock dazu anziehen. Warte, können wir uns das leisten? Nein, können wir nicht. Dann hat sich das erledigt. Aber eine rosa Strumpfhose. Ja, Mann. Die Frau sieht schlimm aus. Warte mal. Wir machen das so. Das sieht etwas besser aus. So. Rosalie ist bereit. Die passen auch zusammen, ne? Isaiah und dieses Modepüppchen. Er brennt. Sie hat Planeten um sich rumfliegen. Yes, wir sind die Lifestyle-Lokomotive. Ja, Mann. So, Isaiah. Ich habe mir überlegt, was haben wir denn alles? Modekarriere kriegt die andere. Erstmal besser in Karrieren. Und Rosalie ist natürlich Mode. So, neues Update. Das Häschen und die Eiersuche. Wow, das war ein echt notwendiges Update. Hier ist nichts passiert. So, und ich würde sagen, unsere beiden Sims werden sich erstmal vorstellen. Immerhin schlafen die zusammen in einem Bett eigentlich. So. Geht ja, glaube ich, nur Freundschaft, oder? Erstes Date, oh ja. So. So, alleine braucht er eine halbe Stunde, aber wir werden ihn jetzt verschnellern. So. Wir haben jetzt auch noch ein paar To-Do-Sachen. Ein paar habe ich schon abgeschlossen. Wir müssen noch Geld für zu Hause ausgeben. Nicht, dass wir gerade gefühlt 300.000 Sachen dagelassen haben im Zuhause, im Erscheinungsbild, aber nein. So. Dann fangen wir doch mal an. So, Karriere und so machen wir dann gleich oder ich sag mal im nächsten Part. Wir werden jetzt erstmal das Aussehen. So. Ich finde das immer blöd. Man muss es wirklich ändern, verlassen und dann wieder ändern. Aber ich möchte, dass er jetzt seine sexy Kopfhörer-Dinger hier bekommt. So. Das passt nämlich zu dem.
Ja. Dann werden wir in der nächsten Folge ein schönes Date erleben, hoffentlich oder so. Und ja, die nächsten Missionen hier noch abschließen. Wir sind ja gerade in der Beziehungssache, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.